Wir befinden uns am Gelände des Rosecca-Museums vor dem Studierstübel, in dem die Sonderausstellung Waldheimat gezeigt wird. Diese Ausstellung behandelt das Thema Wald und Heimat aus der Perspektive Peter Rosecca's und seiner Zeit. Zunächst wird einmal die Waldheimat als Begriff, so wie sie Peter Rosecca geprägt hat, thematisiert und in weiterer Folge geht die Ausstellung dann auf den Wald als Heimat für die Menschen ein, wie er vor allem früher eben auch genutzt worden ist, nämlich als Heimat, als Schutzraum, als Überlebensmöglichkeit, vor allem für die Menschen der ländlichen Unterschicht, wie sie Peter Rosecca in vielen seinen Erzählungen beschreibt und auch auf deren teilweise sehr, sehr hartes Los eigentlich eingeht. Der erste Raum beschäftigt sich mit dem Begriff Waldheimat, den Peter Rosecca geprägt hat und der Region, in der wir hier leben, diesen Namen gegeben hat, der dann auch in das topografische Kartenwerk aufgenommen worden ist und mittlerweile wirklich weit über die Grenzen der Region hinaus als solche bekannt ist, nämlich als die Waldheimat. Und durch seine Erzählungen, seine Waldheimatgeschichten, die ja schon zu seinen Lebzeiten sehr bekannt und viel gelesen waren, ist der Begriff einfach so bekannt und berühmt geworden. Ein weiterer Aspekt ist auch, dass die Ausstellung auf die Rolle des Waldes in der Literatur eingeht, zum Beispiel in den Volksmärchen, wie von den Brüdern Grimm bekannt, dass der Wald einfach eine Art Übergangsraum, ein Initiationsraum war in den Märchen, den man überwinden musste, um quasi dann siegreich aus einem Abenteuer hervorzugehen oder um einfach in seinem Leben weiterzukommen oder, wie es so schön heißt, Ende gut, alles gut, um das dann eigentlich zu erreichen. Im letzten Raum werden die Waldberufe gezeigt, wie sie zur Zeit Peter Roseccas üblich waren. Einige dieser Berufe sind uns heute kaum noch bekannt, beispielsweise der Ameisler oder der Pecher, der Wurzelgraber, das Kräuterweiblein, das würde uns noch was sagen, der Köhler eventuell, natürlich auch der Jäger und der Holzknecht, also der Holzarbeiter, aber auch der Wilderer, der im Wald durch das Wildern überlebt hat, beziehungsweise dessen Familie dadurch auch überleben konnte, solange es nicht nur die reine Mordlust war, wird dargestellt und gezeigt. Der Ameisler oder Ameisengraber, wie ihn Peter Rosecca auch genannt hat, ist jemand, der im Wald aus den Ameisenhügeln, die ja heute unter Naturschutz stehen, die Ameisenpuppen, auch Eier fälschlicherweise genannt, herausgeholt hat, quasi geerntet hat. Der hat sie dann getrocknet und großteils als Vogelfutter nach Wien verkauft an die reichen Bürger, die Singvögel in Käfigen gehalten haben. Und bereits Peter Rosecca hat diesen Brauch, diese Handlung stark verurteilt, weil natürlich dadurch die Ameisenvölker, wenn nicht komplett zerstört, so doch sehr stark beeinträchtigt worden sind.